Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Ja. So, und du? Ist der Kerl noch heiß? Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Moin. Mäuschen. Oh, Annika kneift die Lippen zusammen. Du redest heute nicht mit uns? Nein, ich rede nicht mit dir. Du redest nicht mit mir? Nein. Bist du böse mit mir? Ja. Warum? Oh, du gehst mir so auf den Senkel im Moment. Warum? Oh, du bist so kompliziert. Ich bin nicht kompliziert. Also ich komme mit mir gut. Du kommst mit dir gut klar. Ich komme mit mir auch gut klar. Oh Mann, nun gib mir mal eine Tüdelmaus. Ja, Tüdelmaus. Ich bringe mein Tilly immer. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, so, ihr hört ja mit. Ja, ich bringe mein Tilly immer damit aus dem Ruder oder aus dem Plan. Ich will ja immer was anderes. Ja, was willst du denn? Guten Morgen. Ja, also heute Morgen wollte ich einen Earl Grey. Und das ist eine Aufgabe. Ein Earl Grey wolltest du heute machen. Und ich habe dir einen Obama gemacht. Ja, ist ja auch Tee, Mensch. Verstehe nichts an. Dafür gibt es aber eine leckere Vanillestange. Ja, ist auch schön. Ein bisschen danke. Defrustrat. Ein bisschen Defrustrat, ne? Genau. Ne? Also, was diese. Komm, ich schenke dir erstmal einen ein. Ja, gib mir mal einen rein. Ich schenke dir mal einen ein. Ich schenke mir mal einen ein. Lecker. Und ich trinke auch, heute auch mal Tee. Ja. Ist auch mal was Schönes. Na, ich trinke ja abends immer so meine diversen Kännchen-Tee. Ja. Und ich gehöre ja zu diesen schrecklichen Menschen, die auch noch solche Tees wie Kamille und Fenchel mögen. Ja. Und gesüßt. So. Prost, ihr Lieben. Prost. Das auf einen schönen Sonntag. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Ja. Ein schönes Frühstück. Mhm. Vielleicht nochmal einkuscheln mit dem Liebsten oder der Liebsten. Und wenn kein Liebster oder Liebste, dann alleine einkuscheln oder mit dem Stofftier einkuscheln. Stofftier, Kuscheltiere. Hm. Manfred wünscht auch einen schönen Sonntag. Ich habe Kuschelrate. Oh, ist so niedlich. Ach ja. Das brauche ich einfach. Wir sind heute irgendwie ein bisschen mundfaul, ne? Merkst du das? Das ist ja schön. Stell dir vor, du machst einen Podcast. Ja, und keiner macht und Mund auf. Überhaupt dieses so sappeln am frühen Morgen, es geht, ne? Aber man muss sich antreiben, ne? Ich mach schon die Augen auf. Ich kann eben wieder wenn ich euch ins Mikrofon gehen, aber das ist so. Ihr müsstet das mal sehen, dieses Ereignis. Was? Das sieht immer aus wie so ein kleiner Hase. Ihr kennt doch diese kleine Hase. Ihr kennt doch diese kleinen Hasen. Ein kleiner Hase. Hört ihr, kleine Hase. Ja. Wenn die so Babyhasen, wenn die so den Mund so ganz weit aufreißen und du siehst nur oben so Milchzähnchen, das ist so niedlich. Ich meine, du hast ein paar mehr Zähnchen, aber das hat so was Niedliches. So. So, was gibt's denn bei euch Schönes heute Morgen? Bestimmt irgendwie Brötchen. Was Deftiges, irgendwas Schönes. Ne? Auch gut. Mm. Ja, das tun wir auch demnächst mal wieder. Ja. Ja, heute gibt's eine Vanillestange, aber vielleicht mal wieder ein bisschen Lachs oder sowas. Oder Grünkohl. Auch gut. Eine Frühlingsrolle. Ich kann so früh alles möglich machen. Und ich kann ja morgens wirklich mit süßem Frühstücken. Da habe ich kein sowieso Problem. Ein Süßer. Ich bin ganz süßer. Du bist ein Süßer. Du bist ein ganz, ganz Süßer. Aber das habe ich von klein auf an eigentlich schon gelernt. Tatsächlich. Ja, ne? Ja, lass uns mal über Süßes. Lass uns mal über was Süßes schnacken. Lass uns mal über was Süßes schnacken. Ne? Lass mal über Zucker und sowas schnacken, weil, wenn ich mir das so überlege, ich bin wirklich mit Zucker bin ich groß geworden. Ja, bin ja auf dem Land groß geworden und wie das so ist als kleiner Junge, bin ich ständig mit irgendwie auf die Nase gefallen und Knie aufgeschlagen und so. Mhm. Und wir waren so eine Großfamilie und Oma, wenn irgendwie was ist, die kam immer mit irgendwas Süßem an und hat den kleinen Michi dann getröstet damit. Ja, ne? Ist ja auch so ein Seelentröster. Das haben viele von uns als Kind auch erlebt. Ne? Und diese Konditionierung, so dieses Ding, diese Verbindung zwischen Süßem und Todes und Süßen und Wohlbefinden, das bestimmt von klein auf an. Also ich kenne das mit einem warmen Kakao. Ne? So einen schönen warmen Kakao oder ein Brot mit der Haselnusscreme. Oh. Ne? Die soll süßer geworden sein. Ja, ist sie auch. Ist sie auch irgendwann. Noch süßer. Ja,
da ist ein bisschen weniger Fett und ein bisschen mehr Zucker reingekommen. Irgendwie eine neue Rezeptur. Ja, weil Zucker kostet ja nichts. Eben, das darf man immer nicht vergessen. Also. Zuckerindustrie, lalala und sowas. Aber wenn man sich überlegt, was war das noch? Ich habe neulich gelesen, irgendwie Ärzte haben ja so Alarm geschlagen. Ich glaube, jedes sechste Kind ist übergewichtig. Mhm. Und hat seit die Zahl von übergewichtigen Kindern hat ja seit, ich glaube, 1990 um rund 50% zugenommen. 50%. Ja, also es gibt heute mindestens doppelt so viel dicke Kinder, wie es sie noch um 1950 gab. Also ein wirklicher Wahnsinn. Und dann habe ich Aufnahmen gesehen, da haben Zahnärzte davor gewarnt. Es gibt doch diese Kindertees, richtig für Kinder. Ja, Kindertee. Und da denkst du als Eltern, du tust ne, so ein Fencheltee so. Abends zum Beruhigen, damit das Kind besser anschläft. Und ja, und dann wunderst du dich, warum die Zahnärzte alle warnen, weil die Kinder so Stummeln im Gesicht haben, hätte ich fast gesagt, im Mund. Jop, da ist Zucker drin, ihr Lieben. Und ne, jeder weiß, vorm zu Bett gehen, lieber nochmal ein bisschen die diese Zähne putzen. Diese Fruchtsäfte. Ja, Fruchtsäfte, alles oder mit Zucker. Oder wie heißen diese Dinger da? Wie nennen die sie so? Fruchtzwerge und sowas. Ja, das sind ja so kleine Joghurts. So. Mhm. Ne, das ist ja auch so verniedlich, ne? Fruchtzwerge, oh. Oder viel Milch, wenig Kakao, Kinderschokolade. Das ist so leicht, das schwimmt sogar. Was ist das denn? Das schwimmt sogar in Milch. Hä? Ein Zauber. Ein Zauber? Aber Schrott. Also ganz ehrlich, wenn ich da meine Stoffreite reinschmeiße, schwimmt die auch oben. Also so. Das ist doch totaler Blödsinn. Also was soll das sein, ne? Kleopatra hat auch in Milch gebadet. Ja, ist ein bisschen doof, ne, im Vergleich. Mm. Also, aber dieses, aber genau das ist ja der Punkt. Na? Ne? Das ist, es ist ein billiger, es ist ein billiger Stoff. Ja. Das kostet fast nichts hier in der Herstellung und wir reden immer hier von dem normalen Weißzucker. Mm. Ne? Und wenn du das, ich habe doch früher so psychologische Kurse gegeben für Menschen, die extrem übergewichtig waren oder sind. Und da ging es natürlich auch irgendwann um das Thema Süßigkeiten und Zucker. Und interessant und eigentlich auch einleuchtend war für mich die Erklärung, dass schon evolutionär, also von unserem Urschleim her, wir auf Süßes gepolt waren. Weil in der Regel etwas, was süß schmeckt, das ist nicht giftig. Mhm. Und damals gab es eben noch nicht diese ganzen Analysen. Also was mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ein Lebensmittel süß schmeckt, ist es okay. So. Das denke ich jedes Mal, wenn ich diese Vanillestange esse. Denkst du die auch, ist ne? nicht das, giftig. Die ist nicht giftig. Sonst Nein, musst du ja hier aufpassen, weil ich ja nicht ständig da irgendwie am Vergiften bin. Nein, das ist schon mal etwas ganz süß. Gibt es auch ein Video, kann man sich, glaube ich, sogar auf YouTube angucken. Wenn du ganz frisch geschlüpften Babys mit einer Pipette etwas Süßes auf die Lippen träufelst, dann verziehen sie so wie du, wie Annika auch. Genau so gut sie jetzt auch. Ein bisschen lächeln, ne? So ganz süß, ja. Und umgekehrt, wenn du irgendwie etwas Saures, haben sie auch entsprechenden Gesichtsausdruck. Mhm. Übrigens international. Ob du in Japan bist oder in Deutschland bist oder weiß der Geier wo. Also da ist auch wie soll man sagen, die kulturelle Prägung noch nicht so vorhanden. Das ist später ist sie ja unterschiedlich. Stimmt. Ne? Ja. Also weil manche essen weniger, andere, andere salziger, Zeit, andere weniger. Also wenn, was diese ist, salzigen Dinger da in salzige Japan? Salzige Pflaumen? Salzige Pflaumen. Irgendwas? Also das ist für unseren Geschmack, weil Pflaumen verbinden wir mit Pflaumenmus oder Kuchen eben mit Süßen. Und da werden sie salzig dann gemacht. Ja. Das ist ähnlich wie im Kochpapayas oder so. Das, naja, gut. Aber also, trotzdem, also wenn du jetzt mal überlegst. Also für unseren Geschmack. Jo, wir haben also eine evolutionäre, vielleicht sogar genetische Wurzel für Affinität nach was Süßem. Mhm. Wir haben bitter ist meistens immer, Achtung. Ne, so. Bitter ist immer so, wir haben diesen Lernvorgang von klein auf an. Auch Muttermilch und sowas ist eher so diese süße Variante. Also, dass du auch schon früh etwas mit süß gleich gut, gleich Wohlbefinden, gleich Wärme, gleich mehr, ne? Diesen Belohnungseffekt. Also, da haben wir diesen Lernvorgang, diesen psychologischen Vorgang. Und dann dazu noch, auch nochmal vom Gehirn her, das Belohnungszentrum. Wird ganz eindeutig für Leute, etwas, ihr wartet. Etwas Süßes. Nein, ich rede nicht vom limbischen System. Ich habe gerade gedacht, der haut wieder das limbische System raus. Annika denkt, und nicht nur Annika, sondern na, andere Leute auch, die denken, ich kenne nur das limbische System. Nein. Er kann auch anders. Ich kann auch Nucleus accumbens zum Beispiel sagen. Das ist das Kern. Sind das nicht diese Wolken?
Das sind die Kommodos. Oh Mann. Einmal mit einem gebildeten Menschen frühstücken. Einmal mit Profis frühstücken. Also das Glückszentrum im Hirn, da oben. Hirn, okay. No, so, Hirn. Springt auch wunderbar an, wenn es was Süßes bekommt. Weil auch das Gehirn ist ein hoher, der braucht viel das Energie, Gehirn braucht viel klar. Energie, auch in Form von Zucker, von Süßigkeiten. Deshalb habe ich solche großen Energiespeicher. Deswegen bist du so klug. Genau, ich habe so. Ja. Ja. Also ich will jetzt, das sind alles nur Erklärungen, warum die meisten von uns auf Süßigkeiten so fürchterlich anspringen. Und jetzt oute ich mich. Echt, ich auch jetzt zu Ostern auch wieder. Oh, das gibt in dem Feinkostladen unseres Vertrauens, es gibt da so diese geilen Ostereier. Feinkost-Albrecht. So, wo es zum Teil mit Schokolade übergeht. So Waffeleier. Die liebt Tilly. Ich werde wahnsinnig. Und ich halte mich echt zurück. Aber ich hatte dann so einen Bock da drauf. Und dann habe ich das angekauft und dann habe ich wirklich, ich schäme mich fast, aber nur fast ein bisschen, dann lag dieses Tütchen aufgerissen auf dem Beifahrersitz vom Auto und während ich dann so durch die Gegend geschüttelt bin, ui, und noch ein Osterchen, vergiss es. Also ich persönlich kann mit Süßigkeiten ganz schlecht umgehen. Ich habe Kontrollverlust, besonders wenn ich auch müde bin oder sowas, denn das weiß Annika. Dann neige ich gerne dazu, nochmal so einen Janker zu haben. Und bei mir, jetzt komme ich mal gleich zu dem wichtigsten Punkt für mich, wenn ich auf Süßigkeiten oder wenn ich es reduzieren will oder besser kontrollieren will, dann darf das Zeugs nicht zu Hause sein. Ganz simpel. Dann habe ich meine Ruhe. Also ich bin nicht so verrückt und fahre noch zur Tanke oder sonst wohin. Nee, wenn sie nicht da sind, dann machen sie mich nicht heiß. Aber lass bitte nicht so ein Tütchen da irgendwo noch rumschlummern und ich weiß es. Das überlebt es nicht lange. Nun geht es ja nicht nur um Moppel. Nein. Das wäre eine Sache. Ich meine, Fett und Zucker machen moppelig. Das ja, sind aber Geschmacksträger. So. Fett ist wunderbar. Geschmacksträger. Sind Geschmacksträger und so weiter. Aber das ist ja nun auch nicht sehr gesund, das Zeug. Nee. Du hattest irgendwie eine Zahl mir gestern an die, also wir haben gestern schon mal drüber gesprochen, an die Birne geworfen. Was waren das? 30 Gramm oder was, was man am Tag essen sollte, das war verschwindend irgendwie, ne? Ja, und ich habe eine Studie gelesen, deswegen kam er gestern drauf, das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass Zucker Depressionen begünstigt. Das war's, da hatten wir drüber gesprochen, jetzt habe ich es wieder. Also ich kenne genügend Menschen, die Depressionen haben, die sagen, ich benutze Zucker, um meine Stimmung aufzuhellen. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich gesagt habe. Das ist irgendwo ein Belohnungszentrum, damit es hier ein bisschen besser geht. Aber es gibt eine Studie aus dem Londoner University College. Da haben die über 8000 Leute, überwiegend Männer, haben sie untersucht. Und da zeigte sich, dass wenn Männer mehr als 67 Gramm Zucker am Tag zu sich nehmen, sie ein um 23% größeres Risiko haben, Depressionen zu bekommen. Oh, das heißt, und das fand ich natürlich super interessant, das heißt, diese ganze Zuckergeschichte und all das, was uns auch von der Werbeindustrie und Lebensmittelindustrie untergejubelt wird, kann mit, man sagt, die Forscher sagen, es gibt nicht so einen 1:1 Zusammenhang, aber sie triggern ein Stück weit auch mit die Gefahr unter Depressionen zu leiden. Gilt übrigens mehr für Männer als für Frauen. Das ist eine relativ frische Geschichte und die sind da immer noch am Rätsel, warum, wieso, weshalb. Das wissen die auch noch nicht so richtig. Aber es gibt statistisch diesen Zusammenhang zwischen erhöhtem Zuckerkonsum und Anfälligkeit für Depression. Mhm. So, dann lassen wir erstmal so stehen. Was ja interessant ist, weil es kommt ja kaum jemand auf die Idee, wenn bei dir oder durch uns jetzt auch Therapeuten oder Psychologen, die eine oh Gott, Stotter, Depression irgendwie diagnostiziert wird oder der Verdacht besteht, wann fangen wir an, nach den Essensgewohnheiten zu fragen? Ja, eigentlich gar nicht. Ne? Das, was ich ja sowieso schon aufgrund auch meiner Erkrankung und so oft vermisst habe, ist dieses Gesamtheitliche. Wirklich auf den ganzen Menschen zu gucken, wie hängt Verschiedenes miteinander zusammen? Und
Da denke ich, wenn man auf solche Sachen auch noch mehr achtet, würde man wahrscheinlich auch noch mehr auf bestimmte Dinge kommen. Natürlich. Also der Zusammenhang jetzt zwischen zu viel Zucker oder Fettkonsum und Diabetes ist ja schon klarer. Mhm. Ne? Da können wir eigentlich mal Thorsten fragen. Thorsten wird uns ja bald unser Medizinfreund. Thorsten Gottschalk, ne? Unser Lieblingsfreund. Der wird hier mal verhaftet. Der wird uns nämlich besuchen kommen. Und dann halten wir ihn einfach Der wollte gut, nächstes Wochenende kommen. Ja. Da muss dann er gleich beim Frühstück mal herkommen. Dann halten wir einfach das Mikrofon. Hier einfach nur Frühstück abzocken. Nö, da muss gearbeitet werden. Ja, genau. Ne? Also dann werden wir wahrscheinlich eine Premiere haben. Wir werden Psychologen beim Frühstück zu dritt haben. Ja. Psychologen beim Frühstück plus Arzt. Genau. Und der kann uns mal, weil das ist echt kompliziert, der kann uns mal ein bisschen mehr gut erklären, wie es jetzt zusammen zwischen Zucker, Diabetes und diese Wechselwirkung und bla und blub. Genau, da bin ich gar nicht ran. Da bin ich echt gebildeter Laie. Also da weiß ich nicht so viel Bescheid. Ja, und er muss das so erklären, dass wir das auch verstehen. Alle. Genau. Ne? Also, und nicht Thorsten, so wenn du das hörst, du weißt Bescheid. Ja, nächste Woche bist du dran. Ja. Ja. Mach dich auf die Socken süßer. Zieh dich anständig an. Genau. Ja, kann der Hase uns das mal erklären, wie er das macht. Aber mit wir beiden. Und dem Diabetes. Oh, Krokanteier, ne? Sind ja auch tödlich. So. Aber wir beide sind ja sowieso auch so süß. Wir machen ja auch immer gerne ein. Wir stehen ja schon irgendwie in Startlöchern. Ne? Ja, womit starten wir? Mit den Erdbeeren eigentlich? So eigentlich halt, ne? Erdbeeren. Obwohl ich muss sagen, wir haben letztes Jahr Unmengen an Erdbeeren eigentlich. Jo, da kommen wir gar nicht also hin, zu Marmelade, Fackstück. Ja. Obwohl ich sagen muss, auch, also da, ich bin ja jemand, der nicht ganz so süß ist wie Tilly. Ich mag auch nicht so gerne so süße Sachen. Meine Mutter ist jemand, Renate liebt richtig süß. Aber das ist knallsüß. Das ist knallsüß. Die sagt immer, also wenn etwas süß ist, dann muss es richtig süß sein. Aber das tut schon weh. Und teilweise finde ich das Man sagt Renate auch dadurch, dass sie so viel Medikamente nehmen muss, schmeckt sie das schmeckt sie leider nicht mehr so richtig. Ja, toll. Das ist total doof. Ist aber egal. Aber ich fand es immer eigentlich ziemlich konsequent zu sagen, das hat sie immer aufgeregt, wenn jemand nicht so süß. Aber bei mir ist es wirklich so, ich mache viele Dinge nicht so süß. Ich mache Marmelade zum Beispiel gerne, wenn sie sehr fruchtig ist, aber nicht so süß. Wir machen so viel wirklich. Wir machen richtig, das ist richtig geile, selbstgemachte Marmelade. Ja, ne? Aber die würden viele jetzt auch wieder nicht mögen, weil sie ja nicht so sausüß ist. Nee, aber sie ist voller Frucht. Das schmeckt also sehr fruchtig. Wahnsinn. Also wenn wir Erdbeermarmelade, dann hast du auch wirklich Erdbeeren ja, drin. Ja, genau. Das ist im Verhältnis, ich glaube, wir machen das 1:4, glaube ich, oder 1:3, kommt auf die Frucht an. Und dann nehme ich einen Zucker, der ist ein Teil des Zuckers durch Stevia ersetzt. Stevia ist eine Pflanze, die, die sehr süß ist. Also eine natürliche Süße ohne Kalorien, die aber einen sehr bitteren Beigeschmack hat, dass man sie also nicht so verwenden kann. Also ist es am besten, entweder es wird unheimlich behandelt oder man mischt das mit mit Gelierzucker zum Beispiel, bis dieser bittere Geschmack weg ist. Ja. Und das klappt, indem man, ich glaube, 20% oder 30% oder so irgendwas 30% von dem Zucker ersetzt. Das heißt, wenn du nur ein Viertel von deiner Marmelade nur aus Zucker besteht, das ist ja schon anders als gekaufte, die besteht zu 55% aus Zucker. Zum Teil. Wahnsinn, ne? Ja. Da sind nur 45% Frucht, manchmal noch weniger drin. Manchmal nur 30% Frucht, dann ist noch Wasser drin oder was weiß ich. Oft auch noch ein Ersatzteil Apfelsaft oder sowas. Und dann hast du, also du hast viel Frucht, dann hast du diesen, und in dem Zucker hast du dann noch einen Teil, der dann ersetzt ist. Ja. 30-40%. Das heißt, du hast nachher, wenn du es runterkochst, also wirklich nur noch 15% Zucker da drin oder sowas. Das ist natürlich gut, ne? Oder 20%, je nachdem, wie viel das jetzt gewesen ist. Das heißt, ich kann so ein Glas inhalieren ohne. Nein, das nicht, aber es ist eine, also diese selbstgemachte Marmelade, es gibt noch andere Methoden. Also es gibt ja Leute, die nehmen Agaven, ich weiß gar nicht, was es alles gibt, was man so nehmen kann als Ersatzstücke, als Ersatzstoffe zum Süßen. Die jetzt nicht unbedingt Durchfall machen, wie Saccharide hier, die Süßstoff oder sowas. Ja. Ne?
Also nicht künstlich, sondern pflanzlich. Wobei wir nehmen für unseren Tee, nehmen wir ja eigentlich überwiegend Süßstoff, mhm, ne? Obwohl ich sagen muss, also das geht bei allen ein bisschen Süßstoff, das geht bei meisten vielen ganz gut. Obwohl ich sagen muss, also so einen richtig teuren, schönen Earl Grey, da gehört auch wirklich ein bisschen Zucker dazu. Wobei man sich auch überlegen kann, also zum Beispiel so Apfelkuchen oder sowas, das mache ich alles am liebsten mit Rohrzucker. Das schmeckt irgendwie besser. Mhm. Und Rohrzucker ist auch noch ein ganzes Stück gesünder als jetzt, soweit es das Süße geht, aber so ein ganzes Stück gesünder als der weiße Zucker. Früher, wenn ich morgens mir mal ein Müsli mache, ich mache immer so ein bisschen Honig drüber. Das schmeckt gut. Also Honig. Sind ja alles diese Süßungsmittel, die der Körper auch gut vertragen kann, die er auch gut abbauen kann und die eben nicht so schädlich sind. Ja. Also ich denke, dass ich bin da ja auch nicht so ein Sklave, so der jetzt... Oder der jetzt so predigen will und alles ersetzen. Nee, aber ich finde, man sollte da, wo es geht, ein bisschen aufmerksam sein und das ein bisschen runterkochen. Und vielleicht wirklich sich ein bisschen ausprobieren. Also natürlich ist es, man kann natürlich diese 1:1 Gelierzucker nehmen und dann wird das süß ohne Ende. Aber wenn man reife Früchte nimmt, muss man noch mal ganz ehrlich sagen, wenn ich so einen reifen Pfirsich oder ich habe eine reife Erdbeere in der Hand und ich nasche da mal so vor mich hin, das ist doch so süß, da muss ich doch jetzt nicht noch Zucker oben drauf kippen eigentlich. Ich glaube, der Geschmackssinn passt sich dann auch entsprechend wieder an. Also das heißt, wenn du gewohnt bist, sehr, sehr süß zu essen, dann wird dir etwas, was eigentlich auch süß ist, aber nicht diese Schmerzgrenze hat, wird dir dann als fast schon sauer vorkommen. Also das heißt, sich dann auch mal wieder zu entgiften und zu neutralisieren, was den Geschmack angeht, das wäre ganz gut. Also ich habe das gemerkt, als ich ja so ganz lange im Krankenhaus lag und ich habe ja die ganze Zeit dieses lecker Futter bekommen, was sie mir direkt in den Arm gejodelt haben. Das also, war, ne? Ja, Essen für Faule, ne? Essen für Faule. Ganz ehrlich, danach dann wieder anzufangen zu futtern, mir war alles viel zu salzig, viel zu süß. Wahnsinn, gerade Süßes mochte ich überhaupt nicht, weil das war so doll. Und es ist erschreckend, wie man sich dann im Laufe der Zeit wieder ziemlich annähert. Ja, obwohl ich bis heute, also mir ist immer noch vieles zu süß und das ist auch gut so. Willst du noch einen Tee? Ja, gerne. Ich finde, da müssen wir alle so ein bisschen drauf achten. Vielleicht ist es sinnvoll, da auch bei Kindern schon drauf zu achten. Oh ja. Also denen nicht so süße Sachen. Ich weiß, ich werde das nie vergessen, mit der ich, mit Margret damals, die kennst du auch, mit der ich damals zusammengearbeitet. Mhm. Margret ist eine tolle Ernährungsberaterin. Und die hat ein paar Kinder, ich glaube zwei. Und als der Kleine noch so lütt war, der kam dann mit in die Klinik und dann hat Margret, werde ich nie vergessen, gesagt hat, Max, möchtest du eine Weintraube? Und der kleine Max kam da freudeschreiend an und freute sich über eine Weintraube, als wenn er das größte Stückchen Schokolade da hatte. Süß, ne? So ein Kleiner, der dann an der Weintraube lutscht. Weintraube. Ja, weil er ist von erster Stunde an gewohnt, Süßes, das ist da Weintraube. Oder so. Oder eben was, oder süße Sachen, oder überhaupt irgendwelche Naschis, das waren eben so solche Sachen, eine Erdbeere, eine Weintraube, sowas. So denke ich auch. Man kann, wenn uns vielleicht Eltern zuhören, auch das gilt, das, was für mich auch gilt, das, was auf dem Tisch ist oder was serviert wird, wenn das dann auch in Form von Weintrauben und anderen von süßen Früchten ist, man kann Kindern auch da dieses Vergnügen beibringen. Mhm. Wobei ich auch nicht so ein Typ bin, der sagt, nein, nie Schokolade und nie dies und nie das. Dieser berühmte Spruch, nie ist niemals durchzuhalten, das gilt auch dafür. Ja. Aber ich weiß, bei mir zu Hause war das großartig, insofern, als Süßes immer da war. Also es herrschte kein Verbot. Gut. Es war da, darum hatten wir schon mal, wir mussten nicht drum kämpfen oder so, aber da es da war, hatte es eigentlich auch nicht so ein großes Interesse. Ja. Also mich hat es nie so. Ich bin ja bis heute so, wenn es Süßes ist, dann ich kann mir auch ruhig, wenn wir so einen Topf da irgendwie haben mit vielleicht Pralinen, dann esse ich mal eine. Ja, du bist da toll. Ja, und dann nochmal eine oder zum Kaffee kann ich mir da mal zwei oder so. Süßes ist nicht mein Verderben. Bei mir ist es immer Mittagessen. Aha. Richtiges Essen und da bitte die Gourmet-Variante. Aber ich denke auch dieses süß
als Mangelware oder als etwas Besonderes bedeutet ja auch, und vielleicht ist das auch mit der Grund, weswegen, wenn, dass ich da keinen Stopp machen kann oder dass es mir schwerfällt, das ist so etwas Besonderes und das gepaart dann womöglich mit einem schlechten Gewissen. Ne? Also ich weiß ja, ich bin ja nicht blöd, ich weiß ja, was ich mir da gerade an Energie reinziehe und wie oft ich hier wieder durch die Gegend laufen muss, um das runterzulaufen. Und dann kommt so ein Phänomen, ach, jetzt ist auch egal. So ein, Entschuldigung, so ein Leck mich am Arschgefühl oder wie so ein Dammbruch, ne? So, Du frag mal die meisten Moppels, die wissen, also die haben Kalorientabellen gebunkert im Kopf. Die kannst du nachts aufwecken, die wissen, was das, was hat. Und viele wissen über Ernährung unglaublich gut Bescheid. Ja. Und die meisten Dicken, denen man ja immer nachsagt, sie wären so lasterhaft und hätten keine Disziplin, sind so unglaublich diszipliniert, deren Leben besteht aus Kasteiung und Diäten. Ja. Aber dann kommt nämlich genau dieser Moment immer, irgendwann, irgendeine Frustration. Und die Frustrationstoleranzgrenze geht irgendwie baden. Und irgendwie ist alles Murks. Ein Todesfall, eine ganz schlimme Sache, Prüfung vergangen, keine Ahnung, Freund haut ab, Frau macht Mist. Irgendwie, und schon sagst du, scheiß drauf. Und die Dämme brechen und du haust nur noch rein und das ist dir egal in dem Moment. Oder du sagst dir, ich muss das jetzt haben, es ist mir scheißegal. Das ist jetzt so lecker, also ne, ist nicht. Oder und was auch immer. Halt Süßes, das mich das bevorzugt. Und dann immer dieses, ach naja, dieses. Und bei vielen ist es das Süße, einfach aufgrund auch der Konditionierung, aufgrund dieser Sachen, die wir genannt haben. Aber ist dir eigentlich mal aufgefallen, egal worüber wir immer reden, bei dieser, wir hatten ja neulich ja schon das Thema auch anderes Essen und dick werden und so, aber wir reden immer darüber, wie wir aufpassen müssen, wie wir uns kasteien müssen, wie wir gegen unsere Prägung angehen müssen und so weiter. Wir haben aber eine riesige Industrie, gegen die wir als kleiner Mensch gegenüberstehen, die mit allen Tricks arbeitet und uns Zucker vor allen Dingen auch in versteckter Form überall reinjodelt. Du kannst ja kaum noch ein Lebensmittel kaufen, was nicht noch mit Zucker zusätzlich irgendwo verkstückt wurde. Und damit das nicht ganz so offensichtlich ist, hat man ja haufenweise andere Namen. Glucose, Fructose, ich weiß nicht, was einem da noch so alles einfällt. Das ist ja unter allen möglichen Namen versteckt. Da achtest du natürlich gar nicht drauf, wenn du im Laden bist. Ne? Also Saccharose gibt es auch noch und sowas. Das heißt natürlich, überall in Fertigsachen, also ob du Fertigsuppen, Fertig-Eintöpfe, hier der Renner, darum mögen Kinder das so gerne, Ketchup und Konsorten, Tomatensoßen. Natürlich eine Prise Zucker, wenn du selber die machst, öffnet die Aromen. Na klar. Aber, eine Prise. Ja, aber jetzt, wenn du dir das anguckst, da sind richtig hohe Prozent dran drin. Ja. Deshalb mögen Kiddies das ja so gern. Klar. Und deshalb trinken sie auch freiwillig Tee, nämlich diesen süßen Kindertee, natürlich. Also wenn du denen so einen Becher Fenchel hinsetzt, möglichst ohne Süßstoff oder ohne Zucker, dann gucken sie sich verzweifelt an und sagen, mach ich nicht, weil sie auch darauf konditioniert sind. Das heißt, wir verbringen eigentlich unser Leben von den ersten Momenten an eigentlich so ein bisschen, na, ich will jetzt nicht sagen als Geißel der Zuckerindustrie, aber doch schon als, als willige Opfer, ne? So als, wir machen das mit. Anstatt das, eigentlich für uns selber zu sagen, also hier werde ich manipuliert und da werde ich manipuliert. Wir haben ja das Internet, jeder kann mal reingucken und gucken, was ist das eigentlich, was da hinten drauf steht. Und gerade Lebensmittel, die man immer wieder kauft, da kann man ja mal nachgucken, wie viel hat das eigentlich an Zucker und was weißt heißt das noch, überhaupt? Ich habe uns mal einfach nur so aus Jux und Tollerei, habe ich uns so ein paar Butterkekse mitgebracht. Nee, die hast du mir mitgebracht, als ich oder so krank war oder so. Und so wenig bei mir behalten könnte. Und Butterkekse, das ist ja wie Zwieback. Ja, immer sowas, was man so auch gedacht. Als Kind so ein bisschen nascht. So und dann haben wir uns mal das Vergnügen gemacht, da mal hinten rauszugucken, dieses Kleingedruckte. Und das da fällt sie aber vom Glauben ab. Und ich sehe haufenweise Kinder mit ihren Butterkeksen. Ja, weil da denkt man auch nicht, die sind so harmlos, diese kleinen Dinger. Und es ist nicht nur das Fett, also es ist wirklich auch diese ganze Geschichte, es hat viele Kalorien und. Also ich finde es für mich auch, gerade bei diesen süßen Sachen,
echt beim Einkaufen Brille aufsetzen und mal hinten drauf gucken und wie viel Kalorien ein so ein Teilchen hat. Und damit man so ungefähr weiß, was so los ist. Ja, aber und nicht nur Kalorien, vor allen Dingen auch den Zuckergehalt. Den Zucker. Also beides. Mal gut, gucken, was Zucker, ist es. Zucker, Fett. Hm? Ne? Dann, ja. Also zum Beispiel, nimm doch mal ein Müsli. Wird ja, immer gesagt, so auch morgens Müsli. Ja, so. Müsli-Riegel oder Müsli morgens. Ja. Also besorgt man den Kindern morgens so Cereals oder irgendwie Cornflakes oder was weiß ich. Oder eben auch ein Müsli. Mhm. Dann kommst du drauf und dann siehst du aber auch versteckte Zucker ohne Ende, die offenen Zucker. Ui. Also es ist weitaus besser. Und dazu nimmst du denn womöglich den Fruchtjoghurt, wo du dann also die Fruchtmasse da unten, die aus Zucker und womöglich dann Fruchtaroma und Farbstoffen existiert. Das sind irgendwie so eine Erdbeere bei der Produktion mal vorbeigefahren, aber ansonsten fehlt die denn da drin. Und dafür hast du denn aber irgendwie haufenweise Aroma, wobei ich neulich gelesen, irgendwie mal gehört habe, dass man Erdbeeraroma aus etwas herstellt, was den Gespielen sehr ähnlich ist. Das habe ich auch. Ja. Oh, wie fällt das lecker. Lecker. Wie das jeder Lebensmittelchemiker wird wahrscheinlich jetzt schreien und sagen, nee, das ist ganz anders. Aber so chemisch wird das bestimmt irgendeine lustige Variante sein. So. Und das wird dann auch noch auf das Müsli gekippt. Also es wäre für jedes Kind besser oder für jeden Erwachsenen. Er würde ganz einfach seinen Plain-Joghurt aus dem, also seinen Joghurt ohne alles, nehmen, einen Apfel da reinhauen, Haferflocken oben drüber, wenn er Lust hat, noch ein bisschen so, Honig. Genau. Ja, du machst das morgens. Ja. Sehr vernünftig. Ja. Haferflocken, eisenhaltig, alles gut. Ja. Ne? Ich denke auch manchmal, weil du gesagt hast, die Lebensmittelindustrie hat dann, also Zucker ist super billig, billiger als alles andere. Und du kannst Leute damit wirklich anfixen mit bestimmten Sachen. Und das fällt schwer. Es fällt einigen, so wie mich bei mir auch, schwer, sich da zu kontrollieren. Weil ich höre ja immer dann, da muss ja jeder und jeder muss dann doch gucken und jeder soll machen. Vergleiche hinken, hast du ganz richtig gesagt. Aber nehmen wir mal dieses Beispiel. Es wurde nun festgestellt, Rauchen ist wirklich schädlich. Rauchen verursacht Krebs und all diese Sachen. Nun rauchen wir beide seit ewigen Zeiten nicht mehr, aber wenn du mal im Supermarkt gehst und du gehst in da längst, dann sind ja diese ganzen Raucherpäckchen mit diesen Bildern drauf, was Rauchen so anrichten kann, mit dem Lungenkrebs und mit dies und das. Manchmal bin ich auch so im Überlegen, wie wär's denn, sowas ähnliches auch, dem Süßigkeitenregal zu machen, weil Zucker und Co. kann Diabetes mit auslösen. Und Diabetes hat ganz fürchterliche Neben- oder Spätfolgen, die auch nicht schön anzusehen sind. Warum nicht auch in der Richtung mal aufzuklären? Zumindest, was ja auch immer wieder auch von der Politik gesagt wird, groß und deutlich draufzuschreiben, was in diesen Lebensmitteln drin ist. Und zwar nicht kompliziert und auch möglichst wirklich so groß, meinetwegen auch mit Grün und Rot, was ist okay und was ist nicht so okay. Damit jeder Idiot dann letztendlich auch weiß, was er sich dann da gerade in den Einkaufswagen reinpackt. Naja, aber das ist eben so eine figelinsche Angelegenheit. Das ist ja jetzt im Moment gerade so diese ganze Geschichte mit der Ampel da drauf und nicht und so. Und was war denn das? Ich habe mich doch gestern gerade mit unserem Bekannten darüber unterhalten. Da ist doch irgendein Mensch hat doch auch jetzt irgendwie die Sachen mit Punkten irgendwie beziffert und da ist doch Schokolade als etwas mit dem grünen Bogen bei rumgekommen. Oh, das sind ja auch immer so Sachen, das ist ja auch alles unter welcher Voraussetzung, unter welchen, wie beurteile ich das Ganze? Setze ich Mengen voraus? Setze ich dies voraus, das voraus? Dann schon sieht das alles wieder anders aus. Das ist so kompliziert, aber man darf nie vergessen, du im Laden, du stehst alleine vor einem riesen Regal, was wahrscheinlich Verkaufspsychologen sich mit ausgedacht haben, wie es angeordnet ganz ist. Sicher, am Ausgang ist die Quengelware, wo die Kids nochmal zulangen können. Du stehst vor ausgefeilten Packungen, da haben sich Werber und wieder Werbepsychologen lange Gedanken drüber gemacht, warum nun gerade dieses Eisblau für diese tollen Eisbär und der Eisbär da drauf für diese Bonches so nur so gut ist. Der Eisbär würde Zahnstummel haben, würde diesen Botsch essen, weil das voller Zucker. Der will ja sowieso nur Fleisch haben. Der will sowieso nur Kött haben. So.
Und genauso geht das ja weiter. Aber du stehst alleine und irgendwie musst du gegen so ein System eigentlich anarbeiten. Also ja. Das macht es nicht gerade einfach. Also nichts anderes im Schilde führt, außer Geld zu machen. Ja, Geld zu verdienen. Und da geht es natürlich auch darum, bei den Lebensmitteln möglichst vieles auch preiswert zu gestalten. Genau. Also, ich habe mal hier bei Wikipedia unter Stevia nachgeguckt, weil ich kann mich daran erinnern, dass da ein Satz stand, den ich ganz gut fand. Oder so. Also es geht darum, man überprüft ja natürlich, es ist noch gar nicht lange im überhaupt unterwegs, so 2010 überhaupt erst, 2012 und so, ist überhaupt nur irgendwas da in Gange hier bei uns. Und es geht natürlich auch darum, kann man damit Schokolade und Marmelade mitmachen, so wie ich jetzt auch Marmelade koche. Ja, da denken wir jetzt mal drüber rum. Da steht mich hier bei Wikipedia auch. Bei Schokolade müssen die Rezepturen umfassend modifiziert werden, weil die Stevia-Süßstoffe im Vergleich mit Kristallzucker ein viel geringeres Volumen haben. Das bedeutet, wenn du viel mehr Kakao drin hast oder bei der Marmelade viel mehr Frucht, wird das Zeug natürlich auch teurer. Ja. Ja. Natürlich möchte doch der normale Verkäufer natürlich ist der ein oder andere, der viel bezahlt für eine gute Marmelade. Aber die meisten müssen auf ihr Geld achten und nehmen natürlich die Preiswerte. Mhm. Und damit müssen sie auch dann automatisch in Kauf nehmen, dass da viel Zucker drin ist. Genau. Und wieder mal ist dann gesunde Ernährung doch schon wieder eher im Luxussegment angesiedelt, was ich dann auch wieder eine Frechheit finde. Also da nützen uns dann die roten und grünen Punkte dann recht wenig, wenn grüner Punkt immer gleich vierfaches Geld bedeutet. Das ist ja auch schwachsinnig. Aber auch da, also ich gehe da nicht so drüber, weil so oft gesagt wird, gerade Menschen, die weniger Geld haben und Familie und Kinder und so, dass sie sich nur eigentlich ungesund ernähren können, weil sie sich eine gesunde Ernährung nicht leisten können. Ja, das ist Schwachsinn. Insofern, weil man muss natürlich, das machen wir ja auch, wir gehen ja saisonal. Ja. Und ich denke manchmal, wenn ich das so sehe, wenn da so Pizzas abgeschoben werden oder fertig essen, das ist höllisch teuer. Also bei uns kommt nicht jeden Tag fertig essen auf den Tisch, um Gottes Willen. Das ist nämlich reichlich teuer. Ja. Sondern da muss man auch mal, da guckt man saisonal, was ist jetzt im Moment, was gibt es im Angebot. Und dann wird eben frische Süppchen gekocht. Und dann gibt es eben rote Beete, weil das im Moment gerade aktuell ist. Und dann gibt es eine Borscht oder was auch immer. Na. Und in dem Moment, wir kochen ja, wir gehen wenig essen, wir beiden, und kochen ganz, ganz viel selbst. Und damit sind wir eigentlich schon auf der sicheren Seite. In dem Moment, wo du selbst weißt, was du deinen Kochtopf oder in die Pfanne packst, dann hast du es auch mehr unter Kontrolle. Und vor allem, wenn du dich daran gewöhnst, dass du wirklich also nichts mit Fertigprodukten machst. Also nur ganz, ganz, ganz minimal, da wo es wirklich nicht anders geht oder wo es einfach, also wo man das so benutzen kann. Also jetzt Senf oder sowas, da fange ich nicht anders selbst zu rühren. Aber ich weiß nicht, Kartoffelsalat oder so, den machen wir ja selbst. Warum soll ich den kaufen? Denn da gibt es den nur mit fetter, fester Mayonnaise. Ja. Ich aber selber habe mindestens zwei Rezepte. Entweder ich mache ihn nach Wiener Vorbild, da wird ein bisschen Brühe reingekippt. Oder die Kartoffeln schon Brühe gekocht. Und dann kommt nämlich Essig und Öl dazu und rote Zwiebel. Eine Sache, mag nicht jeder. Oder einen frischen Kartoffelsalat. Da sind nämlich dann Radieschen und Äpfel und Zwiebeln drin. Genau. Joghurt, Schnittlauch und nur ein für den Geschmack, ein Esslöffel Mayonnaise. Oh ja. Einfach wegen der so. Aber es ist ja möglich und es schmeckt frisch und lecker und geht genauso. Das ist so die Frage, ob man sich nicht man kann sich angewöhnen, insgesamt seinen Zuckerkonsum auch ein bisschen zu reduzieren. Ja. Hat was mit den Zähnen zu tun, hat was mit dem Diabetes zu tun, hat was mit den Hüften zu tun, mit dem Magen zu tun, hat mit vielem zu tun. Und mit der Gewöhnung daran. Je süßer du dauerhaft futterst, umso mehr gewöhnst du dich einfach dran. Und deine Kinder auch. Keine gute Idee.
Und all das, ich finde das Thema spannend, also ich hoffe, ihr auch. Also ich mag mich gerne über sowas unterhalten und auch mir Gedanken machen, weil es sind Lebensmittel, die wir jeden Tag, ja. seitdem wir auf der Welt sind, müssen wir futtern, sonst wird das nichts. Das heißt, wir konsumieren unglaublich viel von dem und dann ist es so wichtig, dass es auch einigermaßen okay ist und für sonst auch für unsere Gesundheitsförderung. Wir machen das ja auch, dass wir uns sonntags was gönnen. Ja. Das ist immer so ein Ausnahmetag, wie heute Morgen mit einer Vernägestange oder sowas. Ja? Aber wir werden mit Thorsten. Ja. Der Thorsten muss uns noch ganz viel. Und dann gucken wir mal. Naja, erstmal werden wir mit ihm mal ein bisschen klönen, ne? So. Und dann sind wir mal gespannt, wie so ein Doktor da frühstückt, ne? Ich weiß, der ist eine Karnivore, der ist auch der Fleisch. Alles, und das ist ein Kerl, der haut rein. Ihr Süßen, heute ist fast überall in Deutschland richtig geiles Wetter. Richtig schön. Ja. Also. Na, raus an die frische Luft. Raus an die frische Luft, ja, Läufchen machen, es. Spazieren gehen, auf den Balkon gehen, ist egal. Bisschen Sonne tanken, bisschen Vitamin D aufbauen. Mhm. Gut für den Kopf, für die Seele. Ja, oder auch im Schatten sitzen und einfach diese Geräusche genießen. Ah, also ich muss nicht immer so vor, also es ist ja so Sonne und alle immer so Wahnsinnsaktivitäten, aber alleine es auch mal zu genießen. Ja. Ein Käffchen nehmen und einfach mal so beim Frühstück und jetzt gleich einfach mal so auf dem Balkon und mal einen Augenblick horchen. Hört sich so schön an. Die Piepmätze sind da bei uns vor der Tür hier. Möwis machen ordentlich Krach. Aber wie? Herrlich, ne? Ja, ich finde das schön. Schön. Das genießen wir. Ihr Lieben, habt einen wunderschönen Sonntag. Jo. Genießt wie es. Immer, ne? Kommentare. Herzlich willkommen rund um Zucker, Ernährung oder was auch immer. Vorschläge, die ihr auch habt, aber Thema Zucker so. Ja. Na, schreibt mal. Mhm. Macht mal. Hilf vor allen Dingen vielleicht auch was für schlechte Erfahrungen, was für gute Erfahrungen ihr mit Zucker gemacht habt, aber auch was ihr für Sachen so macht, um dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. So. Ne? So, also. Also. Haut rein. Oder wie ihr Sachen süßt oder so. Ist ja auch eine. Ja, da gibt es ja auch manchmal sehr, so, manche haben ja richtig gute Kniffe und Tricks. So. Verratet uns mal eure Hausfrauen und Hausmänner-Tipps. Ja, machen wir mal die Hausfrauenbörse auf und hier. Hausmänner-Tipps. Hausmänner-Tipps. Also, ja, so. Rund um den Zucker. Bis dann und wir sehen uns in der zweiten Folge. Vielleicht quatschen wir auch über was ganz anderes. Ich weiß es nicht. Ihr Lieben, eine schöne Woche. Jo, tschüss. Tschüss.